Ich bin hier in Unterlüß auf einem Park-for-Night-Parkplatz in der schönen Heide. Hier gibt es einen Stromanschluss für alle, die Strom benötigen. Und hier dürfen Autos wie meins gar nicht stehen. Hier dürfen nur Wohnmobile stehen, die autark sind, also die eine eigene Wasserfähr- und Entsorgung haben und eine Toilette haben. Toiletten kann man hier nicht entsorgen. Es gibt aber hier eine kleine Hütte, da steht mein Auto. Und so ist es. Da eine kleine Hütte, da ist so ein kleiner Mülleimer. Da habe ich jetzt auch meinen Müll reingeworfen. Ich habe mich hier hingestellt, um in Ruhe kochen zu können und geparkt, obwohl jetzt hier wirklich nichts los war. Geparkt habe ich draußen auf der Straße. Da sind Parkplätze extra für solche kleinen Autos. Hier nebenan ist gleich das Schwimmbad. Das hat aber momentan leider auch zu. Das heißt, ich muss mir was anderes zum Duschen suchen. Also, wenn ihr mal in der Heide wandern wollt, dann kann ich den Parkplatz hier empfehlen. Es gibt im Ort auch einen Bäcker, wo man sich dann was zu essen kaufen kann zur Not. Bei mir gab es heute Müsli, ganz brav. Und ich werde jetzt auch mal eine Runde wandern. Ich habe dann noch entdeckt, dass es doch eine Fähr- und Entsorgestation gibt hier. Und zwar auf dem Parkplatz vom Schwimmbad, direkt neben dem Platz. Da stand ein Schild, ganz klein, 100 Meter weiter. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein Riesenteil und habe gesucht und gesucht und dann habe ich das hier gesehen und dann denke ich, ah, okay, das wird sein. Aber ich glaube, dass wenn man einen großen Camper fährt und auf sowas angewiesen ist, dass man da ein Auge für hat und dass sowas dann auffällt. Also es gibt auf jeden Fall eine Fähr- und Entsorgestation hier.